Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Wege ins Studium. Mein Name ist Katja Kessel. Ich bin die Leiterin der Studienberatung der Hochschule Coburg. Zusätzlich spricht Alexander Ostermann, Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung der Universität Bamberg. Wir erläutern euch in diesem Video, wie das mit Bewerbung und Studienplatzvergabe an Unis und Hochschulen funktioniert, inklusive nützlicher Tipps. Die Informationen sind dabei allgemein auf Grundlage der bayerischen Gesetzgebung gehalten. Die meisten Beispiele stammen aber von der Hochschule Coburg und der Universität Bamberg. Es gibt nur wenige Studiengänge, die deutschlandweit ein einheitliches Bewerbungsverfahren haben. Meistens legt das Verfahren die Hochschule selbst fest. Für einen Großteil der Studiengänge müsst ihr euch innerhalb einer Frist bewerben, also einen Antrag auf Zulassung stellen. Diese Frist endet meistens am 15.07. für das dann kommende Wintersemester. Eine fristgerechte Bewerbung ist auch nicht aufwendig oder kompliziert. In der Regel handelt es sich um Online-Formulare. Und für aktuelle Zeugnisse gibt es Nachreichfristen. Ob ihr dann auch tatsächlich einen Studienplatz bekommt, hängt auch vom Vergabeverfahren ab. Auf die unterschiedlichen Verfahren gehen wir gleich noch genauer ein. Egal welches Verfahren euer Studiengang hat, wer einen Zulassungsbescheid bekommt und damit seinen Studienplatz sicher hat, muss sich als letzten Schritt noch immatrikulieren, also einschreiben. Dafür sind ein paar Formalitäten zu erledigen, wie die Zahlung des Semesterbeitrags oder der Nachweis einer Krankenversicherung. Los geht's mit dem Studium dann am 1. Oktober an den bayerischen Hochschulen. Die Unis starten circa 2 Wochen später. Wir stellen nun die verschiedenen Vergabeverfahren vor. Bitte informiert euch im Vorfeld der Bewerbung gut und bedenkt, dass sich die Art der Studienplatzvergabe für den Wunschstudiengang gegebenenfalls auch ändern kann. Bei Studiengängen mit freiem Zugang erhalten alle, die sich form- und fristgerecht bewerben, einen Studienplatz, und zwar unabhängig von der Abiturnote. An der Hochschule Coburg sind das derzeit fast alle Bachelorstudiengänge, außer die gestalterischen. Wenn ein Studiengang zulassungsfrei ist, ist euer Studienplatz also sicher. An den Universitäten ist bei zulassungsfreien Studiengängen meistens gar keine Bewerbung nötig und ihr könnt euch direkt einschreiben. Diese Studienplatzgarantie gilt aber nur bei einer gültigen Hochschulzugangsberechtigung. Wer hier Zweifel hat, ob das eigene Zeugnis akzeptiert wird, zum Beispiel weil er aus einem anderen Bundesland stammt, sollte das unbedingt vorher mit der Wunschhochschule klären. Einige wenige Studiengänge verlangen auch ein verpflichtendes Vorpraktikum als Zulassungsvoraussetzung, und zwar auch in anderen Verfahren. Vergesst in diesen Fällen nicht, dass ihr ein solches Pflichtpraktikum zeitlich mit einplanen müsst. Eine besondere Variante der zulassungsfreien Studiengänge ist die Studienplatzvergabe mit Studienorientierungsverfahren. In Coburg und Bamberg gibt es das nicht, jedoch zum Beispiel an der LMU in München für die Studiengänge Kunstgeschichte oder Politikwissenschaft. In diesem Verfahren ist die Abiturnote ebenfalls nicht relevant, jedoch müsst ihr für eine Immatrikulation eure Teilnahme an einem Orientierungstest nachweisen. Ohne Test kein Studienplatz. Allerdings ist es nicht wichtig, ob ihr den Test tatsächlich besteht. Ihr dürft dennoch diesen Studiengang studieren, solltet aber in diesem Fall lieber noch einmal nachdenken, ob der Studiengang wirklich passt. Ein Studienorientierungsverfahren hat also mehr Informations- und Beratungscharakter und ist kein eigentliches Auswahlverfahren. Bei Studiengängen mit Eignungsprüfung ist das anders. Hier ist die Abiturnote zwar ebenfalls nicht wichtig, jedoch das Bestehen einer auf den Studiengang zugeschnittenen Prüfung. Das betrifft vor allem gestalterische Studiengänge wie Architektur, Innenarchitektur oder Produktdesign, aber auch Sportstudiengänge. Ihr müsst also nur die Prüfung bestehen. Dazu ist allerdings oft auch eine Vorbereitung nötig und die Fristen für die Bewerbung liegen teilweise wesentlich früher. So muss man sich zum Beispiel für die gestalterischen Studiengänge an der Hochschule Coburg bis 15.06. und für den zentralen bayerischen Sporteignungstest sogar bereits bis 1.06. beworben haben. Verpasst ihr diese Frist, müsst ihr ein Jahr warten, bevor ihr euch wieder bewerben könnt. Am kompliziertesten ist das Verfahren mit Zulassungsbeschränkungen. Die meisten Zulassungsbeschränkungen in Deutschland sind örtliche Vergabeverfahren, betreffen also nur eine Hochschule. Studiengänge haben eine Zulassungsbeschränkung nicht, weil sie besonders anspruchsvoll sind, sondern weil man nur eine geringe Studienplatzkapazität hat und mit einer hohen Bewerberzahl rechnet. Die zur Verfügung stehenden Studienplätze müssen nach festen Kriterien an die BewerberInnen vergeben werden. Das Hauptkriterium ist dabei die Abiturnote. NC-Werte der Vorjahre können dabei nur zur Orientierung dienen, da diese Grenzwerte immer erst nach Ende des Bewerbungsverfahrens feststehen, und zwar als Note des oder derjenigen, die den letzten Studienplatz in diesem Verfahren erhalten hat. Es kommt also immer darauf an, wie viele Personen sich zusammen mit euch bewerben und welche Noten die mitbringen.
Schauen wir uns zunächst die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge und das Zulassungsverfahren, das zentrale Vergabeverfahren, an. Für die entsprechenden Studiengänge bewerbt ihr euch auf hochschulstart.de. Nach einem erfolgreichen Zulassungsangebot könnt ihr euch an der entsprechenden Hochschule einschreiben. Bundesweit zulassungsbeschränkt sind aktuell die Studiengänge Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie. 30% der Studienplätze werden über die Abiturnote vergeben. Darüber hinaus gibt es Auswahlverfahren der Hochschulen. Hierüber werden 60% der Plätze vergeben. Bei der Bewerberauswahl spielt eine Mischung aus notenabhängigen und notenunabhängigen Kriterien eine Rolle. Notenunabhängige Kriterien können Berufsausbildungen und Berufstätigkeit und spezielle Tests oder Gespräche sein. Und es gibt eine sogenannte zusätzliche Eignungsquote, über die 10% der Studienplätze vergeben werden. Hier spielt die Abiturnote keine Rolle. Im Vordergrund stehen hier nur Kriterien wie Berufsausbildungen und Berufstätigkeit sowie spezielle Tests oder Gespräche. Wichtig ist, sich rechtzeitig mit Verfahren und Bewerben zu beschäftigen. Alle wichtigen Infos findet ihr hierzu auf hochschulstart.de. Beim weitaus größeren Teil der zulassungsbeschränkten Studiengänge entscheidet die Hochschule selbst, ob sie einen NC einführen möchte. Damit ist dies eine örtliche, also nur für diese Hochschule geltende Zulassungsbeschränkung. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel der Studiengang Betriebswirtschaftslehre an einer Hochschule einen NC haben kann, an einer anderen dagegen zulassungsfrei ist. Neben einer Registrierung bei hochschulstart.de läuft in der Regel die eigentliche Bewerbung über die Hochschule. Hochschulstart gleicht dann die Daten der beteiligten Hochschulen ab. So soll verhindert werden, dass die Studienplätze schnell verteilt werden und BewerberInnen nicht mehrere Studienplätze annehmen. Wenn ihr also einmal den Ausdruck DOSV oder dialogorientiertes Serviceverfahren hören solltet, dann ist damit das örtliche NC-Verfahren über hochschulstart.de gemeint. Zwei Beispiele für die Universität Bamberg. Zuerst widmen wir uns hier dem zulassungsbeschränkten Studiengang Psychologie. 30% der Studienplätze werden über die Abiturbestenquote und 70% der Studienplätze über das ergänzende Hochschulauswahlverfahren vergeben. Die Hochschulen können selbst entscheiden, ob sie ein eigenes Auswahlverfahren mit zusätzlichen Kriterien und Bonusfaktoren durchführen möchten. Im Fall der Psychologie wird in Bamberg ab dem Wintersemester 2024/25 der Studieneignungstest der Deutschen Gesellschaft für Psychologie bei der Vergabe berücksichtigt. Auch eine abgeschlossene, dem Studiengang verwandte Berufsausbildung findet bei der Vergabe Berücksichtigung. Eine generelle Wartezeit gibt es übrigens ab dem Wintersemester 2024/25 nicht mehr. Auch für die Vergabe von Studiengängen mit örtlichen Numerus Clausus gilt: Informiert euch bitte auf den Internetseiten der Hochschulen und Unis. Es gibt nämlich auch immer noch NC-Studiengänge, die nicht über hochschulstart.de vergeben werden. An der Uni Bamberg betrifft dies beispielsweise die Kommunikationswissenschaft. Eine Handvoll Studiengänge führen außerdem ein sogenanntes Eignungsfeststellungsverfahren durch. Das ist ähnlich wie ein NC-Verfahren, nur dass neben der Note in jedem Fall weitere Kriterien zählen. Auch ist die Bewerbung oft aufwendiger, weil zum Beispiel ein Motivationsschreiben oder ein ausführlicher Lebenslauf gefordert werden. Nach der Bewerbung findet die Auswahl statt. Hier verfahren die Studiengänge unterschiedlich. Manchmal bekommt ihr auf der Basis besonders guter Noten schon eine Zulassung. Häufig gibt es auch Eignungsgespräche. Am Ende findet hier eine Verrechnung dann von Abi-Note und Benotung des Gesprächs statt. Weder die Hochschule Coburg noch die Uni Bamberg haben Studiengänge, die nach diesem Verfahren vergeben werden. Ein Beispiel ist aber der Studiengang Gesundheitsökonomie an der Uni Bayreuth. Duales Studium ist ein Oberbegriff für eine akademische Ausbildung, die durch einen festen Praxispartner begleitet wird und bei dem in einem festgelegten Programm auch praktisch gearbeitet wird. In welchem Rhythmus man zwischen Theorie und Praxis wechselt und wie eng die Absprachen zwischen Unternehmen und Hochschule sind, sind je nach Modell unterschiedlich. In Bayern findet das Studium mit Praxispartner vor allem an den sogenannten Hochschulen für angewandte Wissenschaften statt. Und zwar entweder als Verbundstudium mit einer integrierten Berufsausbildung oder als Studium mit vertiefter Praxis.
bei dem in den vorlesungsfreien Zeiten beim Praxispartner gearbeitet wird. In anderen Bundesländern, wie etwa Baden-Württemberg, gibt es für diese Studienmodelle eigene duale Hochschulen. Wer sich für ein Studium mit Praxispartner interessiert, muss sich zunächst beim Unternehmen bzw. beim Praxispartner bewerben. Das ist oft schon so früh wie für eine normale Ausbildung. Im Anschluss ist in Bayern zusätzlich eine Bewerbung an der Hochschule nötig. Sollte der Studiengang dann mit einer Eignungsprüfung oder einem NC versehen sein, gelten diese auch für das Modell dual. Mehr Informationen für Bayern findet ihr auf der Internetseite www.hochschule-dual.de. Wie ihr gesehen habt, die Studienplatzbewerbung und Vergabe kann durchaus kompliziert sein. Informiert euch rechtzeitig und fragt nach, wenn etwas unklar ist. Auf der Coburger Studienmesse könnt ihr zum Beispiel direkt mit den Universitäten und Hochschulen in Kontakt kommen. Aber auch darüber hinaus werden jedes Jahr Hochschulinformationstage und Schnuppertage angeboten. So zum Beispiel am 22. März 2025 an der Uni Bamberg und in den Osterferien an der Hochschule Coburg. Natürlich könnt ihr auch jederzeit für ein persönliches Gespräch in die Studienberatung kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.